Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom XL-Projekt, von der XL-Farm. Wir müssen noch ein bisschen hier am Sägewerk unsere Zeit totschlagen. Ich habe letztes Mal hier noch einen Trailer hingestellt mit mega viel Holz drauf. Es sind 6 Bäume, die da drin sind. Also 6 Bäume kriegt er locker auf den Trailer, wenn er die Cuts nicht zu kurz setzt. Und wir werden jetzt mal hier noch ein paar Bretterpaletten abholen. So. Hoff mal, der hat jetzt hier nicht auch noch die angefangene Palette abgeholt. Er zeigt hier oben noch an, dass 4000 drin sind. So, dann bringen wir die mal rüber zum Palettenwerk. Ja, irgendwie, manchmal schiebt der Anhänger ganz schön heftig. So, und wir werden hier jetzt gucken, dass wir hier nur eins reinkriegen. Genau. Dann können wir nämlich hier hinten noch ein anderes Palettenwerk starten. Doppelte Menge an Produktion heißt doppelter Ausstoß. Dann können die hier nämlich auch anfangen zu arbeiten. Und dann holen wir hier die fertigen Paletten ab. Das sind nämlich unsere ersten, die wir hier haben. Also wir haben hier 8000 Paletten, 2 Stück. Also jetzt muss ich gerade überlegen. Ich muss natürlich in den LKW einsteigen. So, ich hoffe generell, euch gefällt dieses Projekt. Und wenn es so ist, dann einfach mal in die Kommentare reinballern. Dass ich auch weiß, was ihr davon haltet. So, ich fahre jetzt extra nur langsam ran, dass ich nur die fertigen Paletten mitnehme. Wir werden jetzt gleichzeitig noch hier mal die Kartonproduktion ansetzen. Was ist denn los mit dem LKW? So, hier möchte ich aber auch nur eine drin haben. Unser Ziel für heute ist es, dass wir Brot haben am Ende. Also Brotpaletten. Deshalb fahren wir jetzt gleich noch zur Bäckerei. Und dann geht's los. So, die Hackschnitzel hier haben wir in die Kartonproduktion. Hallo? Was ist denn jetzt los? Das war ein bisschen ungeschickt. Also, nee, das will ich nicht. Die Antriebsachse kann man nach oben machen. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, festgefahren.
Müssen wir hier mal gerade den Manitou holen. Rescue! Hä? Irgendwie lenkt er aber komisch. Ich habe das Gefühl, der lenkt hinten mehr wie vorne. Ach so, kann natürlich sein, wenn wir hier vorne die Gabel unten haben. So. Dann gehen wir mal kurz den LKW retten. So, ja, war zwar ein bisschen schwer, aber es hat geklappt. So, dann hier. Auf die Seite fallen. Hat der hier wirklich... Der hat da hinten einen Spiegel dran, damit man die Anhängerkupplung sieht. Ist ja interessant. Gut. Hallo? Nein. Kommen wir nicht mal mehr raus, ey. Was soll denn das? So, jetzt aber. So, wir müssen uns ein bisschen sputen. Können doch nicht die ganze Zeit hier nichts tun. Ach, der war noch angehängt. So, Hackschnitzel ins Paletten, in die Kartonfabrik. Im Moment brauchen wir zwar noch keine Kartons, aber das wird früher oder später natürlich kommen. Deshalb starten wir die Produktion, dann haben wir schon einen Vorrat, wenn wir Kartons brauchen. So. Hey, die Zäune, an denen bleibe ich so oft hängen. So, den Trailer, den Krampe stellen wir hier gleich wieder drunter. Aber am besten so, dass auch was reingeht. So sieht gut aus. So, Holz haben wir hier wirklich genug. Also da dürfen wir uns nicht beschweren. Guck mal hier, und der hat kein Fenster hinten. Wir gucken mal, ob wir es so ankoppeln können. Wir müssen es jetzt schaffen hier. Ich kann ja nicht immer von der Außenperspektive fahren. Ja, geschafft.
Also, bisschen schwieriger wie gedacht. So, dann fahren wir jetzt mal zur Brauerei. Da haben wir eigentlich einen Curseplay-Kurs. Aber... ja doch, komm. Vom Sägewerk zum Industriepark. Hier immer wichtig. Am letzten Wegpunkt oder Trigger warten. Aktiviert es. Ja, sonst habt ihr ein Problem. Sonst fahren die eure Helfer am Ende noch 10-mal im Kreis oder weiß es ich wohin. Wenn ihr das aktiviert habt, dann halten die am Ende. Da, wo ihr den Endpunkt gesetzt habt. Deshalb macht es einfach. Wir gehen jetzt mal noch gucken, ob wir inzwischen Gras ernten können. Sieht aber schlecht aus. Na, ah, es braucht leider eine ganze Weile, bis das gewachsen ist. Ich würde gern ein bisschen Gras haben für unsere Schafe, damit die mal anfangen, ein bisschen Wolle zu produzieren. Wasser haben wir eigentlich auch nicht so viel drin. Dann können wir gerade mal noch den Helfer... welcher... das John Deere? Nee, Quatsch. Ich? Den hier. Den hier schicken wir mal wieder los. Nein, nicht absetzen. Den schicken wir mal wieder los, dass der bei den Schäfchen das Wasser auffüllt. Beziehungsweise wir schicken den mal erst. Warte mal, wo ist denn da das nächste Wasserloch? Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Könnte nochmal die Brauerei auffüllen lassen. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Letztes Mal wisst ihr ja noch, es hat nicht so ganz funktioniert, dass der die Trigger richtig gefunden hat. Deshalb gucken wir mal, ob der das dieses Mal auch wirklich macht. Ob der uns das Wasser bringt. Hier kommt uns unser LKW entgegen. Haarscharf. So. Der muss nämlich jetzt eigentlich am Wasserloch kurz anhalten. Auftanken. Und dann erst weiterfahren. Ja, macht er aber nicht. Ich weiß nicht warum. Hallo? Entlassen, halt. Ich weiß nicht warum er das nicht mehr macht. Der hat es am Anfang in meinem Singleplayer hat es gemacht. Müssen wir vielleicht den Kurs mal neu einfahren. Aber wir sollten hier jetzt weitermachen. Ja, ist er gerade ausgegangen. Die Palette mal schnell abladen. Zeigt ihr hier jetzt was an oder nicht? Ach, der war noch auf Arbeiten eingestellt. So. Ja, einmal Palette abladen. Und dann müssen wir nur noch warten. Weil jetzt ist hier alles drin, was die Bäckerei braucht. Wir haben 7000 Gerste, 5000 Weizen
80.000 Wasser und 4.000 Leerpaletten. Und von dem her kann er jetzt anfangen, ein bisschen was zu produzieren. Und ich hoffe, dass wir Ende der Folge sogar schon ein Ergebnis haben. Dass wir da ein bisschen was sehen. Wäre zumindest sehr optimal. Moment, den hier. Ne, den da brauche ich. So, der ist fertig. Dann können wir hier wieder einen Abfahrer einstellen. Und der bringt jetzt uns... Ah, wobei, wir könnten den Kurs auch gleich nochmal einfahren. Wir lassen den Helfer jetzt hier zurückfahren. Und dann fahren wir mal den Kurs ein. Ich weiß aber nicht, warum das nicht funktioniert. Ja, Verkehrsschilder brauchen wir hier nicht. Für was denn auch? Und sobald das Gras gewachsen ist, kann der hier, der LKW ja mal, der Traktor, kann ich den wieder hoch zu den Schafen schicken. Vorher brauchen wir den da ja nicht. Wenn ihr übrigens irgendwelche Ideen für Mods habt, dann schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Also ich hätte Interesse an... keine Ahnung. Großen Traktoren. Allerdings kein Big Butt. Ja, ich möchte Big Butt nicht haben. So. Ja, hier habe ich den Trigger richtig gesetzt. Der hat hier nämlich einen Wartepunkt. Der hat hier einen Wartepunkt und dann... aber der ist auch ein bisschen falsch. Der müsste eigentlich... Achso. Müssen wir nochmal gucken. Der war hier. Ja, der Wartepunkt müsste eigentlich so sein, dass der hier das Wasser abtankt. Das heißt, ich muss gucken, dass der Anhänger richtig steht. Wir werden später uns natürlich auch noch größere Fässer organisieren. Ich habe da welche, die passen an den LKW ran. Da gehen dann 40.000 Liter rein. Aber hier an der Brauerei brauchen wir sowieso im Moment. Ups. Das dauert. Nein! Festgefahren. Mal gucken, ob ich den jetzt wieder flott wegkrieg. Komm, ziehe. Menno. Wenn ich den jetzt hier nicht mehr rauskrieg, das wäre doof. Okay, Glück gehabt.
Boah. Kurze Anspannung. So, dann fahren wir jetzt mal kurz den neuen Kurs ein. Wir haben hier Flüssigkeiten ausgewählt. Start bei 0%, abfahren bei 90%, bei 100, abfahren bei 100%, auffüllen bis 100%, abfahren bei 0%. Ich hoffe mal, dass ich das richtig mache. Haltezeit 30 Sekunden. Und dann starten wir die ganze Sache hier mal. Wir fahren jetzt erstmal runter. Wir gucken, dass wir auch immer auf der rechten Seite fahren. Weil wir haben ja verschiedene Kurse hier drauf. Dass die Fahrzeuge auch aneinander vorbeikommen. Wäre sonst ein bisschen blöd, wenn die Abfahrer sich gegenseitig ja, behindern. So. Dann machen wir hier einen Wartepunkt. Einmal aufladen, bitte. Ich hoffe mal, dass die 30 Sekunden ungefähr reichen, aber das müsste passen. Er braucht, glaube ich, weniger. Aber sicher ist sicher. So, dann fahren wir hier weiter. Und man merkt, wie sich der LKW, der Traktor hier quält. Gib mal Gummi. Brauche ich hier wirklich einen leistungsstärkeren Traktor für so ein doofes Wasserfass? Ist ja eigentlich kaum vorzustellen. So schwer ist das doch auch wieder nicht. So, was wir hier jetzt machen, wir biegen hier jetzt mal gleich ab. Fahren mal von der anderen Seite in die Brauerei rein. Dann entlasten wir die normale Hauptspur. Setzen wir hier wieder einen Punkt und eigentlich einen Abladepunkt. Aber das macht er irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht warum. Und ich denke, ich werde auch beide, also hier gibt es noch einen anderen Abladepunkt. Ich glaube, ich werde auch beide Punkte verknüpfen. Oder soll ich die einzeln laufen lassen? Ich weiß es nicht. Ich verknüpfe die mal. Das heißt, der hält hier auch nochmal an. Und dann fährt er erst weiter.
So haben wir nämlich beide Optionen mit drin. Müssen wir halt einmal auf Weiter klicken, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. So, hier ist Ende. Und dann löschen wir Brauerei Wasser auffüllen. Das löschen wir. Und speichern das hier unter Brauerei Wasser. Ups. Wasser auffüllen. Ja. Dann machen wir den mal weg. Und geben ihm den neuen Kurs. Und los geht's. Warum macht er jetzt wieder nichts? Das wundert mich. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe doch gerade hier einen neuen Kurs eingefahren. Es fehlt ein Wartepunkt, sagt er. Warum denn? Zu viele Wartepunkte, nur eine erlaubt. Nein! Und ich habe den alten Kurs schon gelöscht. Also nicht. Naja, das werden wir in der nächsten Folge nochmal machen. Wir gucken jetzt mal nach unserem Brot. Ich habe Hunger. Hä? Ich dachte, ich könnte da auch mehr Wartepunkte einbauen. So wie es aussieht, falsch gedacht. So, was haben wir hier denn? 29 Mehl, 29 Kuchen, 29 Brot. Hier haben wir Mehl. Da haben wir Brot. Und hier haben wir schöne viele Küchen. Nom, 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 nom. So, aber wie wir sehen, das dauert eine ganze Weile. Da müssen wir mal hoffen, dass das bis zur nächsten Folge, also ich werde hier noch ein bisschen weiterlaufen lassen, dass wir da ein bisschen mehr Ertrag haben. Weil, das bisschen, naja, ist noch nicht so toll. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.